Herzlich willkommen zurück in Mordheim. Unsere Kriegerbande sieht ja schon ganz gut aus. Wir haben ja gesagt, beziehungsweise durch die Tipps, die mir der Gorgout gegeben hat, nehmen wir doch noch einige Modifikationen vor an unserer Bande. Ich möchte aber jetzt erstmal in den New nächsten Tag Swords übergehen. Are available. Genau. Und dann rüsten wir uns nochmal entsprechend aus. Wir haben ja gesagt, hier die schlechte Ziege und generell die Gefolgsleute, denen nehmen wir mal den Schild weg. Denn die leere Hand gibt ja nochmal mehr Ausweichchance. Das heißt, die schlechte Ziege hätte hier jetzt eine 50%ige Chance auszuweichen. Den Rainer und Hauptmann Schepke belasse ich beim Schild. Jetzt möchte ich mir nur noch mal anschauen, wie das jetzt aussieht, wenn ich dem da eine schwere Rüstung geben würde. Der hat ja jetzt Fertigkeiten trainiert. Einmal Parier- und Ausweichchance um 5% gesteigert und einmal um 10%. Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn ich dem statt der Stoffrüstung... Ah, die schwere Rüstung habe ich verkauft. Ja gut, dann muss ich sowieso warten, bis ich wieder... eine schwere Rüstung finde. Was wird die kosten? Ah, ich habe nur noch 94 Gold, also kostet 10. Ja, also da warte ich jetzt noch ab und dann schauen wir mal. Was haben wir hier? Räuber und Visionen des Schreckens. Das wäre eine Moorsteinjagd und jeden Widerstand brechen. Eine Kriegerbande erkundet die Gebäude. Ja, wertungsmäßig sieht es nicht so gut aus. Das heißt, ich absolviere jetzt das mit dem Gunther, den beiden Jünglingen und wieder mal der schlechte Ziege. Enemy warriors have been spotted all over the area in small groups, as if they were scattered by something. You stage your warband near your wagon, ready to take advantage of the enemy's misfortune. So, dann schauen wir mal, gegen wen es überhaupt geht. Moorstein liegt genügend rum. Die Hand der Rechtschaffenheit, ja. Das werden wohl Hexenjäger sein. Ich glaube, ich gehe dann erstmal hier zu dem Gebäude hin und sammle den Moorstein ein. Gut, dann fangen wir eh gleich an mit Rainer. Die schicke ich gleich mal hier in die Gebäude rein. Vielleicht finde ich da ja was Interessantes. Bin ich da eh schon auf der Höhe? Ja, genau. Da komme ich aber anscheinend nicht so ohne weiteres hoch. Ah, da liegt schon was rum. Objectives updated. Negativer Moorstein-Effekt, ja, wie immer. Und da gäbe es noch Beute. Wahrscheinlich eins drüber. Aber da glaube ich, ja, da ist die Treppe. Na, bleiben wir mal hier.
Einmal Beute, zweimal Beute, nochmal Beute, dann die muss ich mit dem Chef hier gleich mal nach oben. Da sollte ja auch einiges rumliegen. So, schlechte Ziege. Da ist nichts drin, ja, dann glauben wir da gleich den Moorstein auf, der hier liegt. Und den Reichwald lassen wir mal da als Backup. Da kann ja gut sein, dass die gegnerische Kriegerbande auch gleich mal hier auftaucht. Einen haben wir anscheinend eh schon gesehen. Der als nächstes kommt, sieht mir auch gleich nach dem Hauptmann aus. Ah! Der gibt sich hier gleich die Ehre, der Erwin Maison. Aber wenigstens. Ja, und da hinten steht der nächste. A new round has started. Ja, da dürfte ich dann wahrscheinlich doch mal meine Jungs wieder zurückziehen. Komme ich hier eh raus? Ja. Ach so, das ist... Da vorne. Schauen wir mal, Sturmangriff, jawohl. Gut, Ausweichhaltung 75%, die nehmen wir gleich mal. Alle Fälle mal den Moorstein einsammeln. Objectives updated. Objectives updated. Oh, sogar positiv. Mehr Widerstand. So. Dann gehen wir mal los. Vielleicht reichen die drei Attacken ja sogar. Ah, sieht mir nicht so aus. Ulf Elsesohn, der Flagellant mit zwei Hand. Geht gleich mal auf den Chef los. So, schlechte Ziege. Objectives updated. So, komme ich da noch ran? Ah, das reicht sogar. Ah. Den werde ich wohl noch abkriegen. Wenn nicht Reichwald wäre.
Sehr gut. Was hat denn der mit dabei? Kann ich da den jetzt plündern oder... Ah, der liegt da im... in dem Korridor drin. Ah, den müsste dann da... der Rainer ausnehmen. Gut, reingehen, glaube ich, kostet ja auch 3. Also kann ich da nochmal den Sturmangriff machen. Ah, Rudiger Fiener, ah, dann ist das wohl der Chef, genau. Ja, geh mal in Überfallhaltung. Ah, habe ich nicht gesehen. A new round has started. So. Auf wen gehen wir los? Der hier hat 220 Lebenspunkte und der hier 195. Was macht der Schaden? 29 bis 41. Ah, der hier wäre gefährlicher. Aber der andere hat schon was verloren. Ah, der hat nur ein Abzeichen. Auf alle Fälle gehe ich hier mal mit dem Rainer rein. Denn ich will jetzt die schlechte Ziege nicht unbedingt an vorderster Front haben. Nicht, dass mir der schon wieder zusammenklappt. Will und will einfach nicht reichen. Ja, ich glaube, da wird es wirklich Zeit, dass ich da ein bisschen mehr auf Stärke gehe. Was hast du so mit dabei? Fliegel und Streitkolben. Schon mal besser als nichts. Wobei der Moorstein da hinten auch interessant wäre. So, und dann schnappen wir mal dich. Ja, oder auch nicht. Auf alle Fälle kriege ich schon mal den anderen nicht ab. Der geht da hinten in Überfall. A new round has started. Den nehmen wir halt relativ wenig, wie ich sehe. Ein ziemlich harter Brocken.
Der auch. Des Ketzers Läuterung. Was ihr nicht alles könnt. Ja, da legen wir einfach mal den, vielleicht den Streitkolben ab. Na, nehmen und austauschen mit Streitkolben. Geht nicht. Hä? Gegenstand austauschen. Funktioniert irgendwie nicht. Habe ich wieder mal nicht aufgepasst. So, Reichwald, mach's besser. Ja, die behalten auch die Nerven. Eieiei. Schlecht, hat sie geblutet. Ah, der hier. A new round has started. Das heißt, wir können uns um den hier kümmern. Ja, vielleicht von hier. Ah, der hatte einen Moorstein. Sehr gut. Objectives updated. Kann ich da eigentlich auch mit anderen von meiner Bande? Ah, nein, nö. So, wo ist jetzt der Mr. Zweihandhammer? Hey, hey, schlechte Ziege, 6 Lebenspunkte, schnell zurück. Ah, Kriegswagen haben wir hier nicht. Gehen wir auf alle Fälle mal in Überfallhaltung. Die Nervenbehälter. Mist. Objectives updated. A new round has started.
Ja, kommt, der wird ihm doch den Rest geben, ja. Sehr gut. Ja! Ja, zum Schluss nochmal blöd gelaufen da mit dem Reichwald, aber. Vanquish in the foe upon the field of battle. Da muss man ja auch erstmal sehen, was da am Ende ist. It is even better when you're getting paid for it. The gods are with you. Nice progress. Vollständige Genesung, ja, sehr gut. Da sind remarkable. Wir ja sprichwörtlich nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Amulett, Zweihandschwert, Gegenmittel und so ein bisschen Zeug. Und mal schauen, ob wir da noch ein bisschen was verkaufen können. Gut, Gegenmittel gibt 5. Amulett. Ich komme da halt im Endeffekt jetzt schlechter raus als vorher. Die Schilde können wir verkaufen. Das Zweihandschwert wohl auch. Ja, ein bisschen was möchte ich mir doch noch in der Hinterhand behalten, falls mir dann doch noch einer meiner Krieger abnippelt. Ich meine, ich soll warten mit der Moorsteinlieferung. Ja, werde ich jetzt auch so machen. Auch wenn ich nur noch 86 Gold habe. Mal schauen, was die nächste Mission bringt. Also, da warte ich dann schon ab bis zum letzten Tag, bis ich da dem Baron von Leitdorfer diese Moorsteinlieferung zukommen lasse. Haben wir hier eigentlich noch was interessant wäre? Gut, Kampagnen abschließen. Moorstein, ja. Gut, ich hoffe, ihr hattet wieder mal etwas Spaß bei dieser etwas kürzeren Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Mission wieder. Also, bis dann.